total schön, die vertrauten Leute wiederzusehen. Man kennt sich, also man ist quasi auch eingespielt und weiß, wie der andere tickt. Die Freundschaft zwischen denen ist ja grundsätzlich schon sehr enorm, sehr stark. So, das hat sich ja über die ganzen Teile hinweg eigentlich so immer gezeigt. Wir haben den sehr fröhlichen, aber auch sehr realistischen Sam. Wir haben Mika, sehr spiritueller Mensch und mit dem Pferd. Und dann haben wir Fanny, die eher eine Macherin ist, die Dinge plant, die Dinge organisiert. Wenn wir einen ganz unverbindlichen Ausflug zu diesem Sachsenlingszentrum machen, ich verspüre plötzlich so ein starkes Interesse an Pferden. Also ich würde sagen, das ist jetzt schon so eine total krass eingespielte, vertraute Dreierbeziehung ist. Die Freundschaft, die ist gewachsen über Jahre und die kann nichts erschüttern. Und jetzt Ari eben haben sie gemeinsam, helfen sie ihr einfach. Ari ist eine Gefahr für sich und andere. Sie braucht eine Therapie. Stopp! Ari stellt sowieso erstmal das Ganze hier auf den Kopf. Mann, du fährst wie der letzte Henker! Sie ist eine Figur, die sehr viel Kraft hat und viel Energie. Ich würde sagen, Ari ist wie eine kleine Schwester für die drei. Das war echt oberkrass. Und wir haben definitiv schon ein paar Sachen erlebt, die oberkrass sind. Unglaublich, was dieses Pferd mit Menschen macht, die ihm begegnen. Und wer sind eure besten Freunde? Lasst es uns wissen und postet ein Foto von euch und euren Freunden in den Kommentaren und unter dem Hashtag Ostenfilm.